Naja, der Tag heute war lang und anstrengend. Musst du nur Chip-Beiträge angucken, dann geht's dir schlechter. Schlechter vor allen Dingen. Jetzt steht ein Pferd hier. Die sind alle so neugierig, was ich hier für einen Scheiß mache. Das Huhn vor mir interessiert sich für mich nicht. Das Tier. Tja. Weg, 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 weg. Was ist ein Huhn? Fall mir nicht ins Loch. Das Huhn wird schon gucken, wenn es denn immer tot ist. Oh. Hühnermörder. Macht das wie Frau Engel aus Wolfenstein. Da freue ich mich schon drauf. Eins, zwei, drei, vier. Endlich. Popendlich. Ist ein Rathaus eher groß oder etwa ein bisschen klein? Na, eigentlich ist es groß. Das ist ja zum Angeben. Die Mitte verloren. Da. Denn bauen wir auch ein etwas Größeres. Was mache ich denn jetzt hier schon wieder? So. Zaun. Jetzt ist ein Schaf unten in dem Höhleneingang. Hier muss ein Zaun rum. Oh, mehr Platz. Haben wir da noch passendes Holz? Das habe ich hier jetzt gar nicht drin, ne? Nein. Das wären 8. Nein, nein. Ich habe alles rausgeräumt. Ich bin ganz schlau. Ja, so schlau. Haben wir hier Herbst? Warum sind die Bäume so gelb? Katze ist drin. Bei dir? Hm? Ah. Das mit den Dorfbewohnern hier überall, das gefällt mir wirklich gut. Die stehen hier rum und erzählen mal was. Wäre schön, wenn die so ein bisschen Deutsch sprechen könnten. Ja, müsste so ein Soundpack geben, ne? Für hab ich schon geguckt, gibt's nicht. Ja. Müssten höchstens. Ja. Man könnte höchstens die Wörter selbst sprechen und man würde sie dann mit Audacity dementsprechend bearbeiten. Selbst? Ich weiß, selbst ist ein Fremdwort. So. Warum? Die Tür ging nicht zu. Oh, nach oben. So. Da steht einer auf deinen Lampen. Ein Dorfbewohner am Marktplatz. Tötet ihn. Schafe sind hier noch ein paar. Ein paar Kühe sehe ich noch. Und ein Schwein. Hier bin ich. Hast du gesagt? Nein. Landen. Aber nur deine Gedanken gewesen. Ich denke an gar nichts heute. Nicht mal an Kaffee? Ich habe mir heute eine Thermoskanne voll Kaffee gemacht und habe die stehen lassen. Wie viel braucht man auch Stöcker für einen Zaun? Ja. Gut. Mal gucken, ob ich das alleine kriege. Klar. Ja, ein Zaun. 3. Will mal gucken, wie das aussieht, bevor ich hier anfange, großartig was zu verbasteln. Ah, daran sehe ich wieder, dass ich keine Rathäuser bauen kann. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber das lasse ich erstmal so. Ich schau, aber das mit dem Zaun gefällt mir. Also müssen wir mehr Zäune bauen. Wir brauchen Zäune. Na, das gefällt mir auch nicht. Rathaus bauen ist wie für mich ein Schiff zu bauen. Unmöglich.
Trotzdem Rippen ist immer ein Rathausbar. Ja, wer jeden Tag gesehen hat. Das ist ja eigentlich in jeder größeren Stadt. Also in Rostock sehe ich das vielleicht einmal im Jahr. Ja, das hat ja andere Gründe. Weil Rostock scheiß groß ist. Ja. Und hässlich. Das gefällt mir nicht. Was ich hier baue, gefällt mir auch nicht. Aber ein Schaf. Raus mit dir, raus mit dir. Komm, komm nach oben. Komm nach oben, komm nach oben. 8, 9. Naja, kümmern wir uns dann da später drum. Wie teile ich das denn nochmal auf? Genau in der Mitte. Na, rechts. So. Hab ich schon. Ausgekriegt. Meinst du Schaf zu groß? Dann guck mich halt nicht an. Kann nie zu groß sein! Sagst du jetzt und später siehst du es und du denkst dir so, ne, das ist viel zu groß. Abreißen. Aber das sollte von der Größe gehen. So ist das besser. So ist das besser. Irgendwie frage ich mich, wie ich den Hauptbahnhof gebaut habe. Schön. Denn diese fette Kuppel da oben drauf. Ja, die ist hässlich. Das hast du gesagt. Ich darf das. Du darfst das aber auch. Na, die olle Truhe kommt ja noch weg. Die Baudings hier. Ich glaube, der Eingang vom Rathaus ist relativ groß, ne? Ja. So eine Zweiertüren. Machen wir 32. So. Wir kennen uns gar kein Holz mehr. Ach Quatsch. Gut, reicht aber erstmal. Auf jeden Fall hier noch Platz, dass du deine Dings bauen kannst. Dings? Deine Ticketautomaten. Da muss ja ein bisschen Platz sein, ne? Das kann auch nur ein Block sein. Wo das Ticket reingeht und dann die Tür aufgeht. Ach so. So. Und im Keller ist ja noch ein Werfer oder so. Dann stellst du den da hin und dann weiß ich Bescheid. Werde ich offline die ganze Technik dann wieder darunter putzen. Nicht das, ja, das bleibt bestehen, das ist ja geil. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Wollte nur mal was probieren, aber ich habe auch nur noch einen Zaun. Komm, komm. Ist nicht möglich.
man das noch vielleicht? Ach, ich, was erzähle ich denn? Ich habe noch 8 Zäune. Glück. Kriege ich denn das Schaf da raus? Oder heute gibt's Schafsbraten zum Armbrot. Das hört sich gut an. Was? Jetzt ist er satt. Dieser verfressene Sack. Das ist 3 nach da. 8. So. Soll mich nicht stören. Da kommst du aber nicht rein, Schaf. Das kannst du vergessen. Das Schaf hat auch Gefühle. Oh, hier muss ich noch viel bauen. Ganz viele bauen. Ganz viele. Oh, Gott sei Dank, die Tür. Oh, Schaf, schubs nicht. Sonst mach ich mal so, dann guckst du aber. Ah, kommst du da rauf? Ja, Schaf, geh weiter. Geh weiter. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ach so. Das passiert. Ah, scheiße. Na, links muss ich die Terraforming später machen. Schaf, Schaf, Schaf. Keine Blöcke mehr, doch da. Kleines lauschiges Plätzchen. Könnte noch ein bisschen größer sein. Brauchen wir dann nachher noch Wasser? Da brauche ich mal einen Eimer. Nehmen wir die auch noch weg, oder? Vergessen. So. So. So, hier kann man dann so rauf, genau. Bäumchen muss da noch hin. Ich muss aber unbedingt noch einen Eimer mitnehmen. Auch noch Wasser. Water. Damit das gleichmäßig gefüllt ist. Wenn ich schwimme, ne, dann habe ich keinen Kopf auf. Warte mal, das gucke ich mir mal genauer an. Jetzt sehe ich mich nicht mehr. Schade, da in den kleinen Teich habe ich mich, in dem kleinen Tümpel habe ich mich gesehen. Ja! Ich bin kopflos. Das macht nichts.
Nö. Kommt aber dann wieder vom Mo Benz. Bin ich öfter mal. Ja, besonders wenn ich da bin. Jede Information geklaut. Dann brauchen wir noch. Ja, woraus baue ich das denn? Akazienholzbretter. Was sagt mein Anzug? Oh ja. Den werden wir dann gleich mal aufladen. Ah, oh, ist das schön. So schön entspannt. Hier ist auch noch so ein kleiner Teich. Da werde ich mal überall so kleine Sitzbänke hinbauen. Dann kann man sich da hinsetzen und angeln und sowas machen. Ich fliege. Ja, und einen Friedhof haben wir tatsächlich wirklich nicht, ne? Der fehlt mir. Ja, den müssen wir, und da müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Jetzt gemacht. Ach stimmt, ich habe einen großen Turm versetzt. Sehr schön. Du hier mal die Erde rein. Akazienholz. Ich glaube, ich gehe mal zur Baumfarm. So. Zu. Dann Jetpack aus. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Nummer. Einmal rum ums Pferd. Hier stehen die Akazien. Oh. Ich habe nichts gesehen. Ich bin wieder der Tor nicht. Der Diebel dort doch gar nicht. Da hinten sind die Tore. Einmal das hier Äxtlein und dann fangen wir hier an. Klack, klack, klack. Ja. Schmeiß alles über mir. Mich. Oh. Ja, mit Setzling. Sehr schön. Und ein Apfel. Ein Akazienapfel. Kommt mir eher so vor, als wenn ich einen Tempel baue. Ja, das passt zum Rathaus. Für manche ist das ja ein Tempel. Im Positiven und im Negativen. Oder ich baue ein Gefängnis. Und das nenne ich dann Rathaus. Du, früher in den Ratshäusern gab es sowas. Da gab es ein Karzer, da war die Polizei mit drin, gerade in kleinen Orten. Man konnte ja nicht da 1000 Gebäude bauen. Das war ja alles, kostete ja alles viel Geld. Und dann hat man das alles zentral gemacht. Habe ich das jetzt etwa da falsch gebaut? War ich jetzt ernsthaft so doof? Inklusive Schatzkammer. Die nehme ich auch. Richtig? Doof? Okay. Ein Moped! Ein lautes Moped. Habe ich heute gehört. Jetzt gibt es auch einen Lärmskandal. Nicht nur ein Lärm geht, nicht nur ein Diesel geht. Haben sie, gab es auch in der Vergangenheit schon Auspuffanlagen. Die erkennen, wenn das Fahrzeug auf dem Prüfstand ist und dann kommt da so eine Klappe zum Tragen und die sorgt dann dafür, dass das Moped leiser ist. Geil, ne? Damit man nicht gegen die Bestimmung verstößt.
sowieso ziemlich lasch sind. So. Hey, mein Baum! Mein Stück Holz! Da oben drin. So, haben wir überall einen Sapling gesetzt. Da ist die Geräusche. Nee, hier ist nirgendwo mehr Holz zwischen. So. Kurz gemutet. Ja, das sehe ich ja jetzt nicht. Da kam eine Hexe rein. Baba Yaga. Hier könnte man Glas hinklatschen. So. Ich guck nicht. Kannst du doch. Ich guck nicht. Weiß eh noch nicht, ob das so passt. Vielleicht reiße ich auch wieder alles ab. Welche Bäume wachsen bei uns überall? Eichenholz. Dann nehme ich mir mal ein paar Eichensetzlinge mit, ne? Davon haben wir genug. Ach, ich nehme den ganzen Stack mit. So, fertig. Das kommt hier rein. Apple kann ich da den Pferden geben. Ich habe ein bisschen Feuerstein, tatsächlich. Ja, ordentlich Akazienholz. Aus. Du baust wieder mit meinem Lieblingsstein, du Schelm. Die mag ich wirklich. Guck mal, wird alles bewacht hier. Beäugt. Und Officer Scharf. Ein Kopf und ein Stein. Und macht mir. Gut, ich gehe wieder zu meinem Hässling-Teil. Achso, warte mal, ich muss mal. Geh mal meine Fischteiche bauen. Kann man da. Achso, den wollte ich ja aufladen. Scheiße. Ach, das Aufladen, was 3 Jahre dauert? Ja. Da sind Steine drin. Da unten ist Kohle. So. Rücken. Besser. Ja, bevor das nachher noch länger dauert, wenn du das noch weiter runterziehst, ne? Was denn? Na, den Füllstand beim Jetpack. Ja, so anstrengend wird es aufzuladen. Ja, genau. Ich hatte jetzt knapp 60%. Dann haben wir schon wieder fast 70 Stein. Das wird auch ein teures Rathaus. Das ist oft so. Lässt im Keller noch groß Diamanten hinpacken. So 64 Blöcke, die wir nicht haben. Ja, mit Diamantenfußboden. Weil schön aussieht. Ich glaube, ich krieg Besuch. Oh, da ist der Manfred. Durch die Luke, habt ihr das gesehen? So, mein Schwert kann ich unten hin tun. Ach, ich muss mal, auch wenn es jetzt rauscht, aber es wird warm. Ich höre nichts. Kühle Luft. So. Na, jetzt habe ich ihn gleich auf 90. Habe ich denn noch? 44%, das geht noch. Ja, wenn du hochkommst, ist dein Kopf kurz weg. So, meiner ist gleich voll und dann bin ich mit durch.